Jetzt geht es erstmal um einen groben Überblick, also um unseren Plan. Und unser Plan folgt der Idee, dass wir zwar auf der einen Seite eine Investmentstrategie entwickeln, aber diese Investmentstrategie basiert weniger darauf, dass wir jetzt unsere ganzen Sachen durchoptimieren, dass wir also möglichst viel Gewinn erzielen, sondern wir werden stattdessen unsere Strategie so aufbauen, dass wir jedes einzelne Element, das zu Decentralized Finance dazugehört, mindestens einmal besucht haben. Und ich möchte am liebsten an einem Punkt anfangen, wo wir eigentlich noch gar nicht richtig im Kryptobereich drin sind. Und zwar ist das der Punkt, wo wir, ich zeige jetzt auch mal kurz, wie das aussieht, wo wir noch gar keine Kryptos haben, sondern wir haben stattdessen unsere Euros. Und die Euros sind auf unserem Bankkonto und wir müssen mit diesen Euros irgendwie in den Kryptobereich rein. Und das werden wir über einen ganz normalen zentralisierten Exchange machen, den ich gehe davon aus, dass ihr alle irgendwo schon registriert seid. Wenn nicht, dann macht das einfach. Es gibt irgendwie eine ganze Menge von Crypto-Exchanges. Theoretisch könnt ihr jeden nehmen. Für unser Tutorial ist wahrscheinlich der Exchange Binance am besten geeignet. Ich werde aber darauf eingehen, wie man von anderen Exchanges auch zu dem Punkt kommt, wo man im Prinzip mit unserem Tutorial anfangen kann. Also, wir werden bei Binance eine ganz bestimmte Kryptowährung kaufen, die wir als Ausgangsbasis nehmen für die ganze Maschine, die wir dann später starten wollen. Das heißt, wir kaufen bei einem Exchange eine ganz bestimmte Kryptowährung und das Erste, was wir machen werden, ist, wir werden diese Kryptowährung in einen dezentralisierten Money Market geben. Das ist eine Plattform, bei der man Geld verleihen kann und bei der man sich Geld ausleihen kann. Und das ist der Moment, weil wir unser Geld da reingeben, das heißt, wir verleihen unser Geld. Das ist der Moment, wo wir das allererste Mal Einnahmen erzielen werden, weil wenn wir Geld verleihen auf einem dezentralen Money Market, dann bekommen wir dafür Zinsen. Und diese Zinsen sind unsere ersten Einnahmen. Im nächsten Schritt werden wir dann uns Geld leihen. Das heißt, wir haben Geld eingelegt und basierend darauf leihen wir uns Geld und zwar eine andere Kryptowährung. Der Vorteil davon ist, erstaunlicherweise, noch mehr Einnahmen. Das ist ein bisschen ungewohnt, weil normalerweise ist es so, man geht zur Bank und sagt, ich möchte mir Geld leihen, dann sagen die, okay, das kostet das und das. Hier ist das anders. Hier bekommt man tatsächlich Geld, wenn man sich Geld leiht. Das heißt, an der Stelle haben wir schon mal doppelte Einnahmen. Dann nehmen wir die neue Währung, die wir uns gerade geliehen haben, gehen damit zu einem sogenannten Staking Pool. Und ein Staking Pool, der funktioniert im Prinzip sehr ähnlich. Das heißt, man gibt da eine bestimmte Währung rein und bekommt dafür, dass man das tut, eine Belohnung. Und diese Belohnung ist der zweite Punkt, an dem wir Einnahmen machen werden. Und diese Einnahmen, die werden wir dann über einen dezentralen Exchange in einen Liquiditätspool geben. Und dafür, dass wir unsere Einnahmen in diesen Pool einzahlen, bekommen wir wieder eine Belohnung, wieder Einnahmen. Und diese Einnahmen, die werden wir über einen dezentralen Exchange umtauschen und wieder zurückgeben in den Staking Pool. Und das ergibt dann eine positive Feedbackschleife, die sich hoffentlich wie eine Spirale immer weiter dreht, sodass wir mehr und mehr und mehr Einnahmen haben werden. Die Idee dahinter ist, dass wir am Anfang eine ganze Zeit lang immer in diesem Kreislauf bleiben werden, weil wir fangen mit relativ wenig Geld an und wir müssen quasi erstmal so eine Art Escape Velocity aufbauen, also so eine Art Fluchtgeschwindigkeit, sodass diese ganze Maschine sich dreht und dreht und dreht und die muss schneller werden und schneller werden und irgendwann erst werden wir dann etwas entnehmen können. Und diese Entnahme, da ist im Prinzip jeder frei, was er damit macht. Eine Möglichkeit ist, man geht damit dann wieder zum Exchange und tauscht das zurück in Euro. Das ist so eine Variante. Es gibt natürlich noch andere Varianten, dass wir zum Beispiel unseren Gewinn rausnehmen und dann vielleicht in irgendwelche Projekte investieren. So wie wir es früher auch schon gemacht haben. Und das Ganze ist also im Prinzip, da kann man alles Mögliche machen. So.
Diese ganze Maschine, die nennt man Yield Farming. Das ist eigentlich der große Oberbegriff, das ist das, worum es eigentlich geht im Decentralized Finance Bereich, dass man im Prinzip Yield, das sind Einnahmen, das sind Zinsen, dass man die wie so ein Bauer erst, dass man erst sät, aussät und dann später eben erntet. So, und diesen armen Kerl hier, den kennt ihr vielleicht, der kommt euch vielleicht bekannt vor. Das ist der Virgin Trader und der hängt die ganze Zeit auf zentralen Exchanges rum und wartet darauf, dass er irgendwo günstig einsteigen kann, guckt sich dafür den ganzen Tag irgendwelche Charts an und wartet dann, wenn er irgendwo eingestiegen ist, so lange, bis die Coins, die er gekauft hat, irgendwann mal durch die Decke gehen, sich vielleicht mal verhundertfachen. Der tradet auch immer nur mit einem Asset gleichzeitig. Und der sind wir hoffentlich bald nicht mehr. Stattdessen hoffe ich, sind wir bald der Yield Farmer Chat. Der hängt die ganze Zeit in irgendwelchen dezentralisierten Protokollen und Webseiten rum, wie zum Beispiel hier Curve oder Balancer oder Aave. Und der streut quasi seine Assets aus und lässt sie wachsen und irgendwann geht er dann hin und erntet das Ganze. Und der kann auch so abgefahrene Sachen machen, wie dass er 13 Tokens gleichzeitig in ein und derselben Transaktion jongliert und dann irgendwo in irgendwelche anderen Exchanges oder Yield Farming Opportunities reinschiebt. Ich hoffe, dass ich euch an den Punkt bringen kann, wo ihr dieser Typ seid. Viel Spaß!